So, weiter geht's mit Splatoon im Splatfest. Diesmal mit dem Splatana, mit dem ich noch gar nicht gespielt habe. Von daher gucken wir doch mal, was abgeht. Splatana ist halt die komplett neue Waffe, die eingeführt wurde. Und ja, ist quasi so eine Mischung aus dem Pinsel und dem Roller, würde ich sagen. Beziehungsweise nicht dem Roller, weil. Na. Ich würde sagen, der. Ja doch, der Pinsel. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das von der Stärke her. Dass von der Stärke her der Roller stärker ist, von der Schnelligkeit. Okay. Okay. Wie nähern wir uns einem, der schießt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, wie man den benutzt. Ich weiß nicht, wie man den benutzt. Wer nimmt denn ein Messer mit zu einem fucking Gunfight? Ich meine, sorry, aber. Ach, wir haben auch noch zwei davon. Fuck. Wie benutzt man das Splatana denn gegen Leute, die nicht das Splatana benutzen? Oh, schön. Ach, der hinter mir war gar nicht vor mir. Ich dachte mir schon, geil. Geil, unser Pinsel geht ab. Dabei ging der Pinsel nicht ab. Okay. Jesus. Okay, ich sehe aber schon das erste Problem. Ich sehe aber schon das erste Problem an dem neuen Startdingen. Nämlich. Früher hatte man so ein Startgebiet mit Schutzschild. Jetzt hat man das nicht. Jetzt kann man einfach gerollt werden. Jetzt kann man gerollt werden. Das gefällt mir gar nicht. Nee, das gefällt mir gar nicht. Man konnte Gegner früher im Startgebiet halten. Aber jetzt hat man kein Startgebiet mehr. Man ist einfach gerollt. Weil jetzt habe ich keine Safe Space mehr. Also, ja, ich bin auch scheiße. Aber wir haben jetzt keine Chance, weil sobald ich lande, ist Ende. Ich habe keine Unverwundbarkeit oder sowas in der Art. Früher hatte man so wenigstens so ein kleines Gebiet, aus dem man sich wieder rauskämpfen konnte. Oh, das gefällt mir gar nicht. Ich meine, manche denken jetzt vielleicht, ich rede einfach nur Scheiße, weil ich scheiße bin. Ich meine, ich bin scheiße, das stimmt, aber. Wie gesagt, früher wie Gegnerstart eingesperrt, eingefärbt. Nix da habe ich. Ich bin nicht mal aus dem komischen Anfangsgebiet rausgekommen. Das gefällt mir nicht. Früher hatte man wenigstens noch so ein kleines Startgebiet, in dem man unverwundbar war. Das heißt, man konnte sich da rauskämpfen. Ich meine, das hat die Pros auch nicht dran gehalten.
einen irgendwie da einzusperren und einfach, sobald du auch nur einen Finger aus dem Schutzschild machst. Aber man war wenigstens unverwundbar und konnte einfach drauf schießen und hoffen, dass alles gut wird. You know? Ich muss auch sagen, ich mag die neuen Stages noch nicht so sehr wie die alten, aber das kann noch kommen. Das sieht schon interessanter aus als wie die. Ich mag die mit den Gummimatten nicht. Weil jeder Ort, wo man nicht einfach drauf splatten kann, ist einfach Todeszone für mich. Oh! Ich wusste nicht, dass der Sprinkler so stark ist. Ja gut, ich bin auch genau in den Mixer reingefallen. Oh nein! Ach so, okay. Okay, ich wollte schon sagen. Ist natürlich trotzdem schade, wenn Leute einfach rausgehen. Frage ist, ob das die Schuld von denen war oder von den Nintendo-Servern. Aber gut zu wissen, dass man nicht OP ist, nicht OP, unverwundbar ist, während man Moped fährt. Viel Geld Nintendo wohl in die Goop Physics gepackt hat. Weil die Tinte in Splatoon ist immer schön goopy und eigentlich recht hübsch. Okay, du schießt weit. Ich verstehe. Okay, ihr seid gefährlich. Ich verstehe. Nee. Oh, hier unten ist meine Sitting Duck. Weil die Seiten lassen sich nicht einfärben. Scheiße, Mann. Die Seiten lass dich aber entfernen. Ach, scheiße, Mann. Noch sieht das aber okay aus. Oh.
Ach, du bist gar nicht unser. Der Dude wirkte zu ruhig da oben. Hinten, der alte Quasto. Ich trau mich schon gar nicht, da super zu jumpen. Der war schön. Da kann ich doch immer böse sein. Der war super. Der Stempelsnipe, da muss ich sagen, Respekt. Für den habe ich Respekt. Da ist Respekt hinter. Nice. Da drückt er mir den Stempel rein. Nice. Geil. Beliebtes Ziel. Hey, immerhin ein paar Punkte. Am meisten freue ich mich ja immer noch auf den Story-Modus. Weil in dem Story-Modus lernt man meist die ganzen Waffentypen kennen. Oh, hoffe ich zumindest, dass das in dem Story-Modus Level gibt, in dem man auch mal den Sniper und das Splatana lernt. Und man so ein paar Tricks an die Hand bekommt, ne, wie man mit einem Messer gegen Knarren auskommt. Ah, zu wenig Tinte. Da war ich am Würfel. Da habe ich Würfel gehustet. Hier ein bisschen am Eingang. Auch hätte ich fast gesagt. Oh, Scheiße, Mann! Okay, warum bin ich da jetzt angehalten? Kann ich nur durch meine eigene Tinte fahren? Ich dachte, ich könnte einfach gechillt rüber cruisen. Hinter vor mir war der. Ah. Diese scheiß Matten gehen mir auf den Piss. Die mag ich überhaupt nicht. Ash, ich komme. Nicht reinscheißen, bitte.
Der war sneaky. Bam! Oh, der war schön. Da habe ich ein bisschen rumgesneakt. Der war gut. Yes! Auf den bin ich stolz. Erster Platz Schaden eingesteckt. Nice. Oh, das war eine schöne Runde. Oh, das gefiel mir. Ich meine, der Aerospray war damals eine meiner Hauptwaffen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich damit umzugehen habe, muss ich zugeben. Ja. Ich glaube, ich muss quasi hinter den werfen und dann brrr machen. Das ist, glaube ich, so wuff oder brrr. Oder? Weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Wie genau man fresh mit den Bomben umgeht. Gucken wir doch mal. Horde mit Waffenmix. Da, ab geht die wilde Fahrt hier. Guter Start. Chilliger Oktopus. Nice. Genau da reinspringen ist nichts gut. Okay, da ist ein Schild. Jetzt färbe ich lieber statt Scheiße. Lonely. I am so lonely. Probieren wir doch nochmal. You know? Ah! Komm. Get me in the ring, Chief, please.
I don't care at the moment. Nein, 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 nein. Mach meine Farbe doch nicht weg, Mann. Das soll blau sein, das muss so. Der Chef hat das angeordnet. Och, nee. Distanzläufer, Gegnerstart gefärbt. Ja. So kennt man mich. Als der Gegnerstartfärber. Der Sneaky Deaky Assassini. Jesus. Okay, wie wär's mit Regeneration plus Spezialstärke, Endspurt, Rückkehr ist glaube ich ganz neat, Sekundärschutz, Spezial. Machen wir mal Spezialladezeit und Regeneration plus. Ja? Ja, gut. Sounds so gut. Ich habe immer so den Drang, meine Hand abzulegen, aber das darf man nicht. Bei Splatoon muss man wirklich, wenn man mit den Motion spielen will, muss man wirklich so spielen, wie die Leute in den Dingens, in den, wie heißt, in den TV-Serien, wenn die immer Fake-Videospiele spielen. Ja, komm. Kampf beginnt, gut. Ich find's aber cool, dass man so ein bisschen sich einspritzen kann. Das gefällt mir. Inkling-Truppe mit Klecksern, schön. Jesus Christ, die Dinger sind stark. Na, ich, das war nicht der Bogen. Sorry, aber das war hauptsächlich die Vorschwächung von dem Not Killer Whale. Fucking cock. Ah, das ist eine fiese. Ich mochte das mehr, als das groß war. Und nicht 15 verschiedene. Jesus. Hier nicht. Ach, war doch der Pinsel. Ich dachte, das wäre der Sniper, der da runtergesprungen ist. Hätte zwar keinen Sinn gemacht, warum. Ach, die haben gar keinen Sniper. Also, doch, den Bogen.
Die sind fies. Der schießt quasi so Dorn ab. Und dann geht ab die wilde Fahrt. Das war eine gute Runde, aber keine gute Runde für mich. Das sage ich von vornherein. Ich meine, wir haben verloren. Deswegen ist es von Natur aus keine gute Runde. Aber, oh ja, eindeutig. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Mir likes. Was mich wundert, dass wir noch nicht irgendwie unterbrochen worden sind von Not Kelly und Not Marie, wie heißen sie noch? Fry und Shiver. Die deutschen Namen kenne ich noch nicht. Ich mag mein Moped. Das Moped ist cool. Ich meine, hat mir zwar bisher noch nicht so viele Kills gebracht, aber... Ah, okay. Bei Blau bremst der automatisch. Das gab's ja in Splatoon 2 auch, diesen Move, den man im Springen auch einsetzen konnte, diesen super, super Slash. Okay. Der muss also immer erst ein bisschen fahren. I get it. I get it. Okay. Okay. Das habe ich noch nicht so raus, wann man den genau benutzen möchte. Den Rückzugsdingen. Ja, zum Rückziehen, I know. Aber... Ist es dann nicht besser, einfach zurückzuspringen? Na, wobei, ich bin ja unverwundbar. Also nicht unverwundbar, aber... Ne? You know? Bin halt mit meinem Dingen hier überhaupt nicht dafür geeignet. Hat der Junior Kleckser die normalen Bomben? Oder war das von einem anderen? Oh, fies. Boom! Oh, den hinter mir habe ich nicht gesehen. Ich frage mich, ob der da in der Grube war oder ob der einfach jetzt von hinten angesnaggelt kam. Nein! Nur weil ich runtergespackt habe. Ach, und dann kam das Schwert. Ich muss gleich mal gucken, ob der Mini-Kleckser, den ich auch oft benutzt habe, ob der die Standardbomben hat.
War da hinten einer? Okay, wir haben uns gegenseitig gesplattet. Ich dachte, der rechts. Oder ich habe doppelt gesehen. Jetzt mache ich den Renner einfach. Fuck, da hat er mich gestempelt. Der ist aber auch fies, der Stempel. Steuert sich zwar vergleichsweise wie Müll, aber... Eine Klecks da in der Mitte gefällt mir. Also auf unserer Seite, die Mitte von unserer Seite, dieser eine. Der gefällt mir. Aber ich färb immerhin mehr, you know? Wir hätten bestimmt schon... Da, warte mal. Ja, du hast die normalen und unter Schild. Gehen wir mal mehr in den Support. Muss halt echt weiter und gescheit weg. Damit gehe ich nicht immer gegen den Dingen. Oh, der wird ja immer kleiner. Das ist cute. Was hat Aether da? Was ist das? Das die Leute, die... Ach ne, ich habe ja auch Splatoon Save Data. Okay. Ah, da kam er jetzt von oben. Aber hier der kleine Bitch-Baby-Kleckser, der gefällt mir. Ich trottel. Ach, ich kann den nicht im... Schade.
Komm aber langsam rein, wollte ich sagen. Okay, das könnte knapp sein. Ja, das ist knapp. Okay, gut. Besser als nix, besser als nix. Ich glaube, der Baby-Bitch-Kleckser ist für mich super passend. Ich glaube halt schon, dass das grundsätzlich eine gute Waffe ist. Okay. Wofür genau diese ganzen Synergiebonusse sind, keine Ahnung. Aber hey. Kann halt für Shit nicht zielen. Okay, das Licht gilt noch. Gucken wir doch mal. Ich hätte jetzt gern nochmal genau die, um den Kleckser mit dem Schutzschild mal auf diesen Plattformen da oben zu testen. Octolink-Team mit Waffenmix, okay. Da. Na, ich hätte oben bleiben sollen. Kacke. Was ist meine Bombe? Okay. Arschloch! Ich habe nicht gesehen, dass auf der Seite welche kam. Also auf der Seitenseite. Das war unsere. Das war einer mit einem Eimer. Genau, den Eimer kenne ich auch noch. Den habe ich auch manchmal benutzt. Scheiße. Mm-hmm.
okay, okay. Okay. Mama, Mama mia. Okay. Komm, nochmal so ein bisschen. Und nochmal eine Bombe. Die hilft manchmal noch. Die letzten 0,1%. Ja. Sowohl ich als auch meine Teams werden besser. Das ist doch schon mal positiv. Dass ich so ein bisschen Besserung in mir sehe. So. Knickknack. Hat einer im Splatoon Reddit mal gepostet. Immer mal wieder die Tentakelhände. Ach nee, jetzt machen die ja so. So. Oh, mach ich noch ein paar Runden? Ein paar Runden können wir gleich noch machen, oder? Können wir, glaube ich. Von daher, bis gleich.